ich habe auch überlegt, mache ich da jetzt mit oder mache ich jetzt nicht mit, und habe dann überlegt, Gefangene, glaubst du diesen Klischees, die da immer im Fernsehen gezeigt werden, die Aggressiven, die da überall rumschreien? Und dann habe ich gesagt, nee, das machst du jetzt, du musst mal was ausprobieren in deinem Leben. In der Justizvollzugsanstalt Dresden rüsten sich Antje Grüner und David Hülshoff für ein Wagnis. Ich habe viele Leute, hier sind dann schon mal Leute von außen. Das wäre großartig, wenn er mitgebündelt, weil es sind 20 Leute hier. Dankeschön. Nicht pfeifen, bitte. Antje Grüner ist Kunsttherapeutin im Gefängnis. David Hülshoff arbeitet freiberuflich als Choreograf. Herr Hülshoff, bitte alles fertig machen, zum nach vorne gehen. Dass hier drin nichts liegt, was geklaut werden kann. Und ich jetzt über außen, rote Tür raus bis vor zu euch, über Tor 17 und 15. Ja, danke. Drück mal die Daumen. 20 Menschen von draußen werden auf 20 Menschen von drinnen treffen. In 5 Monaten wollen sie gemeinsam ein Theaterstück auf die Bühne bringen. Theaterprojekte hinter Gittern, das ist seit Jahrzehnten Realität in vielen Gefängnissen. Aber Woche für Woche ein Zusammentreffen von Gefangenen und Freien, das ist absolutes Neuland. 870 Gefangene sind in Dresden untergebracht. 12 männliche und 8 weibliche Inhaftierte dürfen an dem Theaterprojekt teilnehmen. Okay, das wird der Titel des Stücks. Katastrophe in Deutschland. 1200 Meter Mauern, zahllose Türen und sichere Schleusen trennen die Welten. Das ist eine Tippeltappeltour, echt Wahnsinn. Es geht jetzt von selbst auf und da müssen wir möglichst schnell durchschlüpfen. Hier kommt so leicht keiner von draußen rein. Die Teilnehmer des Projekts sind die Ausnahme. Erstmal an alle herzlich willkommen. Hallo Frau John. Hallo. Hallo Herr Moors. Hallo. Geprobt wird in 2 Gruppen, montags und mittwochs. Jonas und Tine sind Studenten und lasen in einem Aufruf ihrer Hochschule von der Chance der Begegnung. Andere erfuhren durch eine Zeitungsnotiz von dem Vorhaben. Die Grundvoraussetzung: Zeit für regelmäßige Proben, mindestens einmal in der Woche. Dann machen wir das jetzt so, schön dicht beieinander bleiben. Wir gehen jetzt über außen. Ach, ja. Nachher wird auch alles ganz ruhig. Und dann, wenn wir euch erstmal alle drin haben, wird es besser. Gehen wir jetzt über außen, über große Tore zum Mehrzwecksaal. Am besten ist es wahrscheinlich, wenn wir vor den Türen stehen und Frau Grüner durchlassen. Dann schließt sie auf. Wenn die Tür auf ist, gehen wieder alle zipp durch und versammeln uns direkt hinter der Tür, sodass Frau Grüner auch schließen kann. Und gehen von dort auch gebündelt weiter und bei jeder Tür dasselbe Spiel. Dass das so ein klarer Moment ist. Keiner von ihnen hat bisher die Mauern je von innen gesehen. Keiner kennt einen Menschen, der hinter Gittern sitzt, persönlich. Sie wissen, niemand ist grundlos hier. Sie werden auf Drogendealer, Betrüger, Mörder treffen. Man ist ja diese ganzen langen Gänge da unten langgelaufen. Es war erstmal so ein Schock, was da irgendwie los ist. Und dann, man läuft da ein paar Schritte weiter und dann ist der nächste riesige Gang und man sieht diese ganzen Gitter. Und es war auf jeden Fall ein beklemmendes Gefühl. Und irgendwie so eine Art ganz andere Welt. Und bitte beschützt euch und achtet auf die anderen. Neben den Studenten wagen sich auch ein Krankenpfleger, Therapeuten, Künstler, Beamte, Sozialarbeiter hinter die Mauern. Achtung, heute machen wir es so, wenn sich das alles ein bisschen eingespielt hat, können wir diese Tür auch offen lassen und dann kann Luft rein, alles gut. Aber das sind immer so besondere Türen, die hier besondere Aufmerksamkeit erfordern. Und da wir nicht wissen, ob die Gefangenen jetzt zum Teil schon selber sich haben irgendwie durchschließen lassen, mache ich die jetzt zu. Alles sammelt sich hier drin. Der Mehrzwecksaal des Gefängnisses ist montags und mittwochs für die beiden Gruppen reserviert. Antje Grüner ist seit 3 Jahren als Kunsttherapeutin angestellt.
Die Idee für das Projekt entstand gemeinsam mit ihrer Kollegin, mit der sie sich eine Stelle teilt. Durch ihre bisherige Arbeit ist der Kontakt zu den Bediensteten der JVA routiniert. Hier ist Grüner. Stehen die Frauen bereit? Sie stehen eigentlich auf der Ausspruch. Frauen- und Männerstationen sind streng getrennt. Beim Theater dürfen sich die Insassen treffen. Antje Grüner holt sie von den einzelnen Stationen ab. Doch, Frau Grüner. Was machen Sie hier? Ich störe nur hier. Die Bediensteten vertrauen Antjes Arbeit. Und so warten heute Männer und Frauen bereits gemeinsam hinter den verschlossenen Türen. Wie sind Sie denn hier hintergelangt? Mein Beamter, weil ich Sie vorne nicht gefunden habe. Okay, es ist, das machen wir dann drin. Es ist schlau, wenn ihr an den Stationen, zu denen ihr gehört, wartet. Die meisten Gefangenen kennen Antje Grüner. Sie haben schon bei vorangegangenen Theaterstücken mitgespielt. Theater hinter Gittern ist für jeden hier eine Ausnahmesituation. Da gibt es mehr Freiheiten als sonst. Da kann man miteinander reden, darf sich anders zeigen als auf den Stationen. Da muss keiner Stärke demonstrieren. Und mit Leuten von draußen regelmäßig zusammenzutreffen, um gemeinsam eine Theaterpremiere auf die Beine zu stellen, das gab es noch nie. Mucki, mein Vater, Bruder. Grüße. Hallo. Der erste Eindruck, wenn man da so reinkam, war ja wirklich da die Gefangenen, hier die von draußen und keiner hat wirklich mit jedem irgendwie was gemacht. Und es war richtig schwierig, weil man irgendwie dachte, oh Gott, was haben die gemacht? Also wenn der mich jetzt umarmt, was passiert? Kann der, wenn der, oder kann der einfach mal so zudrücken? Also manche sind ja doch total muskulös, die könnten wirklich mal machen. Die von draußen wissen nicht, wer warum hier ist. Sie wissen nur, alles ist dabei. Drogen, Diebstahl, Betrug, Raubüberfall, gefährliche Körperverletzung, Menschenraub, Mord. Okay, also, wir heißen alle ganz, ganz herzlich willkommen. Heute ist ja im Prinzip die erste Begegnung zwischen den Menschen von hier drin und von draußen. Hast du Angst gehabt? Ein bisschen. Ja? So, eine Bitte ist, nicht alles zu kommentieren. Okay. Nur jede zehnte Sache. Ich muss alles wissen. Ja, deswegen wollen wir ja in der Pause mit Ihnen extra sprechen, Frau Harder. Okay, im Vordergrund steht heute zum einen schon mal in Bewegungselemente reinzukommen, Bewegungen auszuprobieren und ein paar Übungen zu machen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich für alle auch wichtig, dass wir uns kennenlernen, dass wir ein Ensemble werden. Ein Ensemble werden bedeutet, sich näher kommen. Doch wie viel Nähe wollen Sie zulassen? Okay, bitte gehen Sie jetzt zu zweit zusammen. Und eine Person stellt sich vor die andere. Also es geht jetzt darum, Sie werden sich gegenseitig ausklopfen. Das ist dazu da, um in den Körper zu kommen, um bei sich anzukommen. Die Hinteren beginnen, den Rücken auszuklopfen, nicht auf der Wirbelsäule und nicht auf den Nieren. Noch bleiben die von draußen und drinnen unter sich. Keiner traut sich an den anderen. Seitlich am Körper entlang, nach unten. Nur Antje Grüner bemüht sich um Rico, genannt Glücki. Ich finde das Knie und das umschließt. Glücki durfte beim letzten Theaterstück zum ersten Mal kurz vor der Premiere für einen anderen einspringen. Auf die Füße und wieder ausschütteln. Diesmal wurde sein Antrag von der ersten Probe an bewilligt. Einige Bedienstete stellten fest, dass Theaterspielen ihm gut tut. Mit der Frau Grüner komme ich gut klar. So, und die hat eigentlich einen ziemlich guten Einfluss auf mich. So, also wenn ich kurz vorm Kopf Fasching wieder bin oder durchdrehen bin, dann die kriegt mich auch gut wieder runter, so dass ich, ja, und mittlerweile ist es halt so, dass ich mich echt bloß noch auf diese Theaterdinger freue, den Rest sitze ich halt hier im Haftraum und dann freue ich mich ziemlich übers Theater, so immer fetzt. Und diesmal sind halt auch Leute von draußen so, und dann kann man ein bisschen üben, wie man sich am besten draußen dann verhalten sollte, ne? Also ohne irgendwelche verbalen Ausflipper oder, weil die hat man hier drin nun mal öfter.
Glücki verbringt das 9. Jahr auf 11 Quadratmetern. Seine Zelle hat er sich so wohnlich wie möglich gemacht. 5 elektrische Geräte darf jeder besitzen. Lampe, Rasierer, Wasserkocher, Fernseher, Föhn. Oder wie Glücki, Playstation. 60% der Gefangenen arbeiten oder lassen sich ausbilden. Der Rest sitzt seine Zeit in der Zelle ab. Man wird ein bisschen doof im Kopf. Ne? Also man wird wirklich richtig Panne. Also ich habe zwar hier mehr Zeit, aber draußen habe ich mehr gelesen als hier. Ne? Also ich bin hier kaum noch am Lesen. Ich klötze hier in diese Röhre rein und dann 90% guckt man Fernsehen, wenn man keine Arbeit hat. Ne? Wie es in meinem Fall so ist jetzt. Für eine Stunde Hofgang am Tag und weitere 6 Stunden sind die Türen auf der Station offen. Doch 17 Stunden lang sind die arbeitslosen Häftlinge eingeschlossen. Allein mit sich und den Gedanken. Jahrelang. Ich finde es lächerlich. Ja. Also ich finde es schwachsinnig, weil es gibt Leute zum Beispiel aus DDR-Zeiten zum Beispiel, ne, die in DDR-Zeiten halt im Kinderheim oder sonst irgendwo waren. Ne. Für die wäre meines Erachtens eine Therapie wesentlich angebrachter als hier irgendeine Haftstrafe. Ne? Weil ich sehe es ja, die Leute sind verkorkst, die sind einfach nur anders halt. Ne? Also die hatten nicht wirklich eine Perspektive. So, ne? Glücki war auch im Kinderheim. Ja. Also. Ja. Ne? Seine Eltern gingen mit 2 Kindern in den Westen, 2 Kinder ließen sie im Osten zurück. Die kamen ins Heim. Und zur Wende wurde Glücki, noch nicht volljährig, bei seinen fremdgewordenen Eltern im Westen einfach abgegeben. Und weiter. Und während wir so gehen, treffen wir ja unglaublich viele Leute. Alle schon mal gesehen vorhin im Kreis. Mal in die Augen schauen. Abklatschen. Die erste Probe war irgendwie so, ich habe die Leute gesehen und habe dann irgendwie gleich so geurteilt, okay, der hätte das machen können, der hätte das machen können. Und da habe ich mich selber so ertappt, dass ich so in Schubladen gedacht habe. Und dann habe ich gedacht, nee, das machst du jetzt nicht. Und du gehst einfach jetzt mal vorurteilsfrei daran und lernst einfach diese Menschen kennen. Schöne Pause, noch kurze. Na, wir waren aufgeregt beim Ausklopfen. Ich oben. Ganz schnell. Da war lange her. Zeit für erste Fragen von draußen an drinnen. Und arbeiten Sie auch? Nee, zur Zeit nicht. Okay. Aber ich war in der Küche. Ja. In der Küche? Mhm. Was denn zum Beispiel? Man, da gibt es eine, da schneidet die Wurst. Mhm. Und gibt's mit eine? Der Maschine? Ja, mit der Maschine, ja. Für Sie gibt es jedenfalls verschiedene Belehrungszettel, die genau, ihr ganz die genau ja schon, euch anschauen habe ich schon müsst. Ausgedrückt. Hier stehen die ganzen Sachen dran, nichts aus dem Haft. Ja, ich weiß und es steht nicht drauf, kein Sex und so, aber das... Das ist selbstverständlich. Seid ihr schon mal durch die Gänge gegangen? Ja, unten schon bei. Gefängnis ist eine eigene, sehr spezielle Welt. Von Problemen wie Haftlockerungen beispielsweise haben die von draußen noch nie gehört. Sag mal so, ich hätte mich ja gar nicht aufgeregt, wenn sie nicht letzte Woche noch die Sozialarbeiterin zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, Herr Glückstadt, machen Sie sich keine Sorgen wegen den Lockerungen, die kriegen Sie schon wieder. Ne? Sie haben eine Ohrfeige verpasst. Ganz ehrlich, ne? Ey, früher hätte ich auch nicht aufgehört, wenn ich auf den eingeschlagen wäre. Da hängen Sie sich dran auf. Dann erzählen die mir, hat nicht gefruchtet hier, Gewalttherapie und so Zeug. Die haben einen Schuss. Zum ungesunden Rauchen noch ein Schüsselchen Apfel. Und Latein anstelle von Playstation. Silvia gibt Lippi-Tipps. Ja, die Latein ist gut. Wie hast du es durchgekriegt? Du treibst einen anderen, einen Dr. Hinsen. Und der entscheidet dann, ob du Montag oder Dienstag kommst. Da kommst du auch mit, weil es erst anfängt. Es gibt halt Tierfest oder was? Hier gibt es Latein. Schule. Ja, und ich brauch's ja fürs Abi. Na, ich will es. Immer, ne? Ich glaub, Häftling goes Abitur. Nicole hat ihre 2 Jahre fast abgesessen. Das Theaterprojekt mit denen von draußen kurz vor Haftende ist zum einen verunsichernd und zum anderen vielleicht eine Chance. Das ist ein eigenartiges Gefühl. Halt. Weil man halt auch nicht weiß, so, was denken die über ihn. Und ich denke mir dann immer, dass die so dieses typische Klischee vor Augen haben. Knackig.